auf den Dämon! Wollen wir wetten? Ja. Wow! What the fuck? Wieso bin ich auf einmal einfach BAM! So nach unten abgeschmiert. So extrem vor allem. Das wollte ich gar nicht. Scheiße. Egal. 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 Na? Ja? Sehr schön. Makosa! Schießt auf den Dämon! Alter, der hat so eine Knechtstimme. Wie haben sie bitte diese Schüsseln darauf bekommen, diese Wokpfannen? Wow! What the fuck? Warum? Warum schmier ich da denn auf einmal so heftig ab? Was soll denn die Kacknummer? Den Ladevorgang überspringe ich diesmal bis... Ja, wurde wesentlich schneller geladen. Ich wollte eigentlich auch diesen scheiß Start hier immer. Das ist auch immer nervig. Ja! Kack dir nicht gleich in die Hosen, Junge. So, jetzt aber. Uiuiuiui, ich bewege mich voll in die falsche Richtung irgendwie. Scheiße, das wird doch schon wieder nichts hier. Das war so knapp, verfickte Scheiße nochmal, ich hasse das, ich hasse diese Mission einfach nur. Habe ich schon früher zum Kotzen gefunden, ey. Du musst über die Feuer fliegen. Alter, ganz ehrlich, da hätte er auch kurz landen können, wieder Anlauf nehmen können, hochspringen können übers Feuer und pfui, geht's wieder ab. Bullshit. Ich nehme diesmal einen anderen Weg. Ich gehe diesmal gleich links lang. Aber wo muss ich denn hier überhaupt ganz lang? Alter, wie unnötig. Ganz ehrlich, ich muss hier lang, dann hier und dann von dort aus bis nach da kommen. Das ist möglich, das ist einfach. Und dann hier, 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 hier. Und dann sind wir da. Super, ey. Bullshit. Also links halten. Wieso haben die überhaupt Feuerpfeile mit einmal? Bam! Sehr nice. Das gibt auch noch so einen kleinen Flugbonus. Und kabusch! Wusch. Ja, es geht ein bisschen abwärts. Ich glaube, auf der PS3 gab es sogar einen Erfolg dafür, dass man alle so und so viele Gegner runtertritt im Flug. Alter, Alter, hoch, hoch, hoch! Hoch! Du Hure! Fick dich! Ganz ehrlich, nur weil der da beim Boot nicht den Auftrieb bekommen hat, das darf doch nicht wahr sein, dass er dann sofort ab... So. Ich glaube, ich werde das hier jetzt in Zukunft einfach immer überspringen. Weil das ist mir zu nervig, das dann immer in der Aufnahme zu haben. Und das wird noch ein paar Mal kommen, habe ich so das Gefühl. So. Gut.
Ja. Jawohl. So, jetzt aber. Nein, 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 los. Ja, es wohl, ja. Okay, meine Festplatte war gerade voll. Geschafft. Na also, geht doch. Und das Ding geht in Flammen unter. Da ist er, lauf dahin. Oh. Bam, noch einen Kill gemacht damit. Ja, das hat Stil. Okay, das Ding hat sich leider verabschiedet. Keine Sorge. Bestimmt nur Kinder mit Knallfröschen. Kommt, ihr seid am Zug. Nein! Oh, pfuh! Geht genauso weiter, wie es aufgehört hat. Shit, 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 shit. Okay, ich kann mich gerade nicht bewegen. So, und damit auf ein neues. Ah, dann halt andersrum. Wieso auch nicht? Ah, ich wurde entdeckt. Ach du Scheiße. Okay. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Okay. So, nächster Versuch. So, geschafft. Geht doch. Signore, trink das nicht! Du kommst zu spät. Der Doge ist schon tot. Was? Carlo? Verzeiht, Signore. Ihr hättet eben einfach auf mich hören sollen. Du hast wohl versagt, Assassine. Vergebt mir, Signore. Tut mir leid. Warum? Wofür denn das alles? Assassino, Assassino! Er hat ihn ermordet! Der Doge ist tot! Ja, ja, ist ja gut. Och, als würde der mir entkommen. Das denkt er doch wohl selber nicht. Zack, und da habe ich ihn auch schon. Und ich würde sagen, ich bin ruhig. Könnt ihr euch das anhören? Ein Attentäter tötet den anderen, wie es scheint. Wir töten und glauben. Es wäre das Beste, oder? Messer Ezio. Ich tue das nicht für mich selbst. Ich bringe dieses Opfer für die gute Sache. Requiescat in pace. Okay. Und er lebt noch. Du tötest mich? Du tötest mich? Oh, er ist ein bisschen tot. Nehme ich mal mein geiles Kurzkampfschwert hier raus. Bam, bam! Alter, der hat ja nur schwächliche Wachen hier. Knack und knickknack ist das Genick kaputt. Nice. Mein Lieblingskonter aus dem zweiten, aus dem ersten Teil. Komm schon, verkack. Ah. So.
Fliehen wir! Yay, weg hier! Wow. Ja, ich muss jetzt gerade wieder auf meine andere Festplatte aufnehmen, deswegen leckt das tatsächlich ganz anständig. Das ist nicht schön. Aber viel mehr wollte ich auch nicht machen, denn ich will gleich, oder ich will jetzt Schluss machen, ich will was futtern. Oh, eine Codex-Seite erhalten, sehr schön. Ich will was futtern und ich will ein bisschen lernen. Tja, muss sein. Vielleicht nehme ich nachher noch was auf. Ich rendere einfach nebenbei, dann dürfte das, dürfte ich wieder Platz haben, um noch ein bisschen mehr aufnehmen zu können. Ja. Wenn das Laden gleich hier beendet ist, oder das schneide ich kurz raus, bis gleich. Ja, das Laden hat ziemlich lange gedauert, muss ich sagen. Aber egal. So ist es nun. Wir sind immer noch in Venedig. Oder wieder. Und zwar, oh, einige Jahre später. 5 Jahre sind das, glaube ich, seitdem vergangen. Und wir sind vor Leonardos Werkstatt und können uns gleich hier mal die Codex-Seite entschlüsseln lassen, womit wir hoffentlich ein neues Upgrade bekommen. Und ich glaube, ich weiß sogar, was es ist. Ezio, mein Gott, du lebst! Ist es wahr, man sagt, du hättest den Dogen getötet? Ich versuchte ihn zu retten, Leonardo. Aber die Wahrheit zählt hier nicht. Ich versagte. Und nun bin ich der meistgesuchte Mann Venedigs. Nun, vielleicht hast du Glück. Es ist Karneval in Venedig. Die Zeit, in der jedermann sein Gesicht versteckt. Darum bin ich hier. Hast du eine Maske, die ich tragen könnte? Natürlich, natürlich. Irgendwo hier drin. Grazie, amico mio. Und ich habe etwas für dich. Oh, mehr von dem Codex. Aha, die sieht sehr komplex aus. Eine neue Zeichnung, mein Freund. Ein Mechanismus für das Gelenk, aber keine Klinge. Es scheint womöglich eine kleine Feuerwaffe zu sein. Aber so klein wie ein Kolibri. Ist das möglich? Ich weiß es nicht. Bauen wir sie und finden es heraus. Wissen es macht, den Umhang mit der an der versteckten Klinge angebrachten Pistole üben. Oh, okay. Den Umgang, nicht den Umhang. Die Benutzung der Pistole erlernen. Wo haben wir sie? Da haben wir sie. Okay. Eigentlich wollte ich das ja nicht machen, aber ich mach's trotzdem kurz noch. Ziel erfassen. Und Peng. Geile Sache. Und der letzte Alter. Ja, man merkt, ich nehme auf meine alte Festplatte auf, die ist nicht ganz so gut. Gut, zu Leonardos Werkstatt zurückkehren, machen wir doch gerne. Und dann mache ich erstmal Pause. Sehr schönes Teil. Sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Nee. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo? Offenbar. Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden gesehen. Dort wurde ich. Im Bezirk Dawson Duden, im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Naja, irgendwie schon. Ja, Schwester. Und Edson, du darfst du heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt wegen der Maske. Ja, das ist bestimmt ein wunderschönes Teil, die Maske. Sieht bestimmt richtig awesome aus. Oh, ja, nicht schlecht. Alles klar, allerdings... Oh, Moment. Wo ist der Schmied? Da will ich noch kurz einen Blick reinwerfen. Was hat der wohl für neue Rüstung? Jawohl! Missiglias Armschützer. Brustschutz 27.000. Ach du.